Also was sehr, sehr gut war, war die Moral der Mannschaft. Wir sind immer wieder zurückgekommen, haben uns nicht kleinkriegen lassen, haben immer weiter dagegen gehalten, haben immer versucht, den Siegtreffer zu erzielen. Und das war klasse. Das war klasse. Was nicht gut war, das ist natürlich unsere Defensive, wie wir teilweise da hinten agieren. Manchmal ist das schon fast Slapstick, muss man sagen. Und das zieht sich halt eben leider durch die ganzen Spiele jetzt schon. Wenn man sieht, dass wir 10 Gegentore haben, das ist eigentlich ein schlechter Witz. Ja, aber es ist Fakt, es ist so, das ist Tatsache. Und ja, wir sollten jetzt wirklich langsam sehen, dass wir das abstellen. Ja, was war gut. Also, dass wir hier 3 Tore schießen, hätten wir vielleicht vorher auch nicht so gedacht. Vor allem auch, wie sie entstehen. Und natürlich haben wir uns ein bisschen tiefer gestellt und dann auf Konter gelauert. So ist ja ein legitimes Mittel, dass Dassendorf hier das Spiel macht, war eigentlich klar. Dass wir dann, ich glaube 2-0 waren wir zwischenzeitlich in Führung und dann durch den Elfmeter, durch die Ecke das 2-1 bekommen. Die spielen sie halt gut. So, manchmal kann man halt Dinge auch nicht verteidigen, so wie sie anlaufen. Geht das auch in Ordnung, denke ich. Letztlich wären wir vielleicht vorher mit dem Unentschieden zufrieden gewesen und hätten gerne den Punkt mitgenommen. So nach dem Spielverlauf wären wir drin gewesen. Man muss aber auch sagen, dass Dassendorf natürlich das Spiel gemacht hat und wir hätten uns auch nicht beschweren dürfen, wenn sie noch ein Ding gemacht hätten. Von heute nehmen wir mit, dass wir uns die Abwehrfehler sparen müssen, dringend. Und unser nächster Gegner ist TuS Ostdorf, ein Aufsteiger, der zu Hause auf dem Kunstrasen gegen uns spielen wird. Für den ist das natürlich ein Riesenhighlight, wenn der dreimalige Hamburger Meister da aufläuft. Und das wird schon wieder die nächste Schlacht geben, da bin ich fest von überzeugt. Also da müssen wir wieder sehr viel Mentalität aufwenden, um dort zu gewinnen, garantiert. Wenn ich richtig liege, dann spielen wir nächste Woche zu Hause gegen Buxtehude. Das ist jetzt auch nicht unbedingt so leicht, nur weil es Buxtehude ist. Also da holt man die 3 Punkte auch nicht so leicht einfach. Haben sich, glaube ich, hier auch ganz gut geschlagen, auch wenn sie verloren haben. Muss man mal gucken. Also wir machen jetzt ganz normal weiter, können sicherlich auch durchaus Positives hier aus dem Spiel ziehen. Wenn wir so kämpfen wie hier heute, dann wird es für jeden Gegner gegen uns schwer. Und das muss auch der Anspruch sein, zu Hause 3 Punkte zu holen.